Ahoi, liebe Reisefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Da war die Stimme weg. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, eure Unterstützung. Genau, weil wir haben was Großes vor uns. Und wenn nicht die Community fragen, was man eigentlich sich anschauen will. Genau. Machen wir jetzt so weiter? Nein. Nein. Wann geht's jetzt, wann geht's los? Nach dem Intro. Wir wissen ein Reiseziel. Das nennt sich Schottland. Richtig. Das wisst ihr ja auch bereits, dass wir nach Schottland wollen. Richtig. Ja, wie gesagt, ich muss noch gucken, dass ich wirklich gesund werde. Noch bin ich nicht völlig fit. Ja, das mich hat's ja wirklich kurz vorm Urlaub oder ja, vorm Urlaub noch richtig anderthalb Wochen weggeratzt, bis zum geht nicht mehr. Hast du schöne Grippe weggeholt, ne? Was auch immer ich mir weggeholt habe, auf jeden Fall richtig blöde. Und wie gesagt, ich merke es immer noch, Husten kommt auch schon. Muss noch meine Medikamente nehmen. Mhm. Trotz allem fahren wir. Die Fähre ist gebucht. Von Rotterdam nach Hull, sind auch schon eigentlich unterwegs, fangen aber noch nicht an zu drehen, weil, also das Video ist gerade, weil wir einfach noch ein bisschen entspannen, bevor es so richtig losgeht und beziehungsweise es gibt eine Autobahn zu sehen, das wollten wir euch nicht zeigen. Ja, das ist nicht spannend. Nebenbei, keine Ahnung, ob man das sehen kann hier. Haben wir gerade die Ventertainer gesehen. Genau, wir haben mal geguckt mit ihren komischen Rock Trail, ne? Obwohl, wir haben jetzt ja das auch... Das war aber quäkig. Wir haben ja auch einen bestellt. Wir haben auch einen bestellt, für ja. Aber für Schwiegereltern. Richtig. Damit sie mal anfangen können. Und wenn es denen gefällt, können das sie überlegen. Das Ding ist nicht so teuer, von daher macht das Sinn. Aber ich bleib bei meinem Omnia. Da habe ich nun mal jetzt alles gekauft. Also bleibt das dabei. Ja, wäre auch unsinnig, das alles wegzuhauen. Ja, inwiefern... kurzes Intro ist ein Quick and Dirty Video, da werden wir nicht viel schneiden. Wie gesagt, geführt, der eine oder andere könnte sich an so eine Szene jetzt erinnern, wenn ich jetzt hier so eine Tasse Kaffee, hätte, aber ich habe Tee drin, ne? Oh Mann. Ja, ja. Hallöchen und hallo. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben alles vollgepackt und hatten ein bisschen auch Panik. Ui. Ja, das war überhaupt noch los können, weil Gewicht, ne? Also ja, weil aufs Gewicht kommt's an. Da hatten wir echt gedacht, könnte das passen, könnte es nicht passen. Wir haben alles vollgepackt, haben auf jeden Fall die Waage mitgenommen. Sieht gut aus. Knappe 50, also 40 bis 50 Kilo können wir noch mitnehmen. Puffer, genau. Das heißt, das sollte wunderbar funktionieren. Ja, alles war staut. Haben wir ein bisschen hier auch noch ein bisschen rumgefriemelt. Seht ihr jetzt nicht, zum Beispiel hier oben in den Fächern haben wir jetzt auch solche Taschen hingemacht. Das Staufach da unten hast auch noch ein bisschen gebastelt. Also wir haben jetzt auch unser Stau. Auch das Badezimmer haben wir was gebastelt. Genau, das kommt ja auch alles noch, werden wir bestimmt im, also im das Juni. Das kannst du ja mal alles so ein bisschen einblenden, wo wir das so erwähnt haben. Ja, mal sehen. Ja, das kannst du machen. Auf jeden Fall, warum brauchen wir jetzt Hilfe? Ja, Hilfe brauchen wir deswegen. Oder, aua, das haut mir jetzt ja auf die Nase. Tja. Vielleicht Vorbereitung und dann Hilfe? Vorbereitung? Ja. Ja, naja, wir haben uns ja vorbereitet auf die Reise. Ach, du bist echt super, dass wir das gemacht haben. Ja, zum einen haben wir natürlich eine Fähre gebucht, wie gesagt, ja. Rotterdam-Hall, weil das war wirklich, das war gut, dass wir Dirk getroffen hatten ja damals in Hannover. Da hatten wir mal drüber gesprochen, weil wir so hin und her, wir wollten erst mit DFDS, weil ich durch die Firma eigentlich ein Mitarbeiterangebot hatte, aber trotz allem, trotz Mitarbeiterangebot, wären wir hin und zurück bei knapp 2000 Euro gelandet. Ja, ja. Hatten wir keinen Bock. Jetzt bezahlen wir 850 Euro hin und zurück. Kein Frühstück drinne, kein Abendessen drinne, aber Seeblick. Wir haben Fenster, das war uns wichtiger, weil die Fähre geht um 21 Uhr los, haben wir gesagt, da brauchen wir kein Abendessen mehr. Mhm. Und sie kommt um 8 Uhr oder um 7 Uhr an, wir haben aber kein Frühstück. Deshalb haben wir das gemacht. Wir haben uns die Aufkleber für die Scheinwerfer organisiert. Obwohl es Videos gibt, wo es hieß, so braucht man ja gar nicht, ist ja nicht notwendig, weil man fährt ja nur am Tage. Nein, sehen wir anders, weil
Es kann ja auch sein, dass du weg musst. Genau. Und dann Nacht. Und dann hast du Probleme, wenn du das vielleicht nicht dauerst. Also ich meine, den Hintergrund konnten wir verstehen, aber uns ist es lieber, wir kleben es ab. Kann passieren, dass du dran bist, wenn sie sich da ohne mit erwischen. Warum haben wir uns gewogen? 6.000 Euro Strafe, wenn wir überladen sind. Das wollten wir auch nicht. Nee. Dann haben wir auf jeden Fall Drohne. Hast du was gemacht? Ja, ich habe die Drohne registriert, beziehungsweise mich als... Nee, mich nicht. Das brauchte ich nicht, weil das ja die kleine Drohne ist. Da musste ich die Drohne registrieren, beziehungsweise eine Lizenz dafür erwerben. So. Und da kann ich das auf jede Drohne draufkleben, was ich will. Und, weil wir es beim ADAC gelesen haben, vielleicht könnt ihr uns dabei helfen, ob das wirklich notwendig ist. Wir haben das D-Kennzeichen, also aus ganz früheren Zeiten, weil das wohl dieses Euro-D nicht ausreichen soll. Steht drauf. Es hat, Euro, aber irgendwie keiner draufkleben. Es hat einen Euro gekostet. Wir haben es jetzt einfach mal, also wir haben es jetzt selber bestellt. Braucht man das wirklich? Und das ist nämlich jetzt die große. Sonst haben wir Reisepässe haben wir auch noch natürlich, weil jetzt brauchst du einen Reisepass, ist ja nicht mehr EU. Mhm. Ja, und sonst, glaube ich, waren das die alle. Scheinwerfer. Die müssen wir nochmal ausbauen. Genau, weil wir müssen nämlich noch H7-Birnen wieder einbauen. Die LED, Osram, Lightbreaker, ja, sind dabei. Sind nicht zugelassen, also von daher müssen sie rauf. Leider immer noch nicht. Ich habe immer geguckt, ob jetzt vielleicht, nein, immer noch nicht. Ja, und jetzt ist die Sache, warum das im Thumbnail so steht. Da steht ja drin, Hilfe! Ja, steht da drin. Und das ist nämlich die eine Frage. Braucht man dieses D-Kennzeichen wirklich? Ja, nein, wir haben keinen Plan. Wir fahren zum ersten Mal nach Schottland. Ich bin nicht erpicht darauf, das drauf zu klatschen aufs Auto. So sage ich es ganz ehrlich. Ja, spätestens wenn wir in den Niederlanden werden, würden wir es auch wieder wegmachen. Außerdem ist am Auto sowieso D zu sehen, weil da ja im Kennzeichen das D drin also, ist. Braucht man das? Ja, das wäre für euch. Und dann wichtig, was muss man gesehen haben? Ja, genau. Wir haben uns einige Sachen, wie Iris und Uwe auch, haben uns so eine Maps-Karte gebastelt, haben uns Sehenswürdigkeiten gesetzt, die wir uns anschauen wollen. Da ist so in jeder Region irgendwie was dabei. Aber wir haben sicherlich noch Potenzial, da noch was aufzuforsten. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere gute Idee. Die würden wir uns dann vielleicht gerne noch mit auf die To-Do-Liste packen. Ob das dann klappt oder nicht, das muss man dann natürlich sehen. Aber vielleicht. Ja, und wir machen das jetzt schon im Vorfeld. Weil, wenn ihr erst die Ideen habt, wenn wir in Schottland sind, genau, kann es meistens schon zu spät sein. Deshalb, jetzt bevor wir rüberfahren, wir haben nämlich noch 3 Tage, bevor wir in Schottland sind, also auch wenn dieses Video, wenn alles gut geht, ja heute noch online, wo wir es drehen, also sprich am Samstag. Wie gesagt, wir sind erst am 30. In England. Und dann am 1. sind wir in Edinburgh. Ja, wie auch immer, genau. Die Stadt dann mit dem Edin. Mit dem also Edin. Da gucken wir uns auf jeden Fall einiges an, klar. Ja, da wollen wir auch 2 Nächte bleiben, aber ab da... Vielleicht sagen wir nochmal so ganz kurz, wir haben vor, so ein bisschen einmal drumherum zu fahren, vielleicht ein bisschen ins Landesinnere oder sowas, alles gut, das ist klar. Die äußeren Hybriden werden wir uns nicht angucken, sage ich gleich so, wie es ist, da werden wir nicht mit der Fähre rüberfahren, aber Eyes of Sky... Da gibt es eine Brücke. Da gibt es eine Gruppe. Das werden wir uns vielleicht angucken. Und ja, so in die Richtung. Also das heißt, da könnt ihr ja mal gucken. Sowas ist fürs Festland so ein bisschen da noch. Also Festland, wenn man das so sagt. Nicht gucken. Was habt ihr für Ideen? Ja. Weil wenn die selber gucken müssen... Nein, Ideen. Wo ihr sagt, da wart ihr da. War auf jeden Fall lohnenswert. Dann Attacke ab in die Kommentare. So. Und eigentlich haben wir schon viel zu viel gelabert. Ja, wir hören jetzt auf. Wir sind wie Barbe und Frank. Das ist leer. Bist du fertig, Marcel? Nein, die Tasse ist noch nicht leer, aber ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ja. Ihr schaut rein, ab nächste Woche gibt es hier den ganzen Monat Schottland und wer weiß was noch. Das wissen wir natürlich auf jeden Fall, viel Schottland-Content. Wir freuen uns drauf. Bis dahin bin ich hoffentlich kerngesund wieder. Ja, oh, machen wir schon. Können wir mal ein bisschen Kernseife kaufen. Und dann, wie gesagt, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video, hoffentlich aus Schottland, auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.